Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Warte, ich habe was vorbereitet. Hallo Leute. Hey, herzlich willkommen. Ich möchte mich erstmal bedanken bei Max für diese Anfrage, dass ich hier ein bisschen Content beisteuern darf. Und ihr seht es wahrscheinlich schon längst im Titel. Heute geht es darum, dass ich, Achtung, meine Traum-WG mit Hanno baue in Sims 4. ich habe vielleicht mir mehr überlegen müssen, aber obwohl, nee, ich habe jetzt schon ein paar Tage überlegt, was ich hier mache, eigentlich schon ein paar Wochen. Aber das war für mich das, wo ich mich am meisten, wo ich dachte, da habe ich richtig Bock drauf und deswegen machen wir das hier heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ganz kurz zu mir, falls ihr mich nicht kennt, ist höchstwahrscheinlich, dass ihr mich nicht kennt. Ich bin Donny O'Sullivan. Ich bin derzeit, also seit ein paar Jahren auf Twitch aktiv als Streamer und habe auch einen Podcast und bin auch Teil eines Podcasts, Gäste ist der Geistermann. Mein Podcast heißt That's What He Said, könnt ihr gerne mal reinhören, würde ich mich sehr freuen. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt, gratis. Und ja, bevor das jetzt unangenehm für uns alle wird weiterhin. Das war jetzt meine Vorstellung. Ich dachte, es gehört sich hier auf dem fremden Kanal auch kurz und höflich vorzustellen. Und wir werden jetzt auch ohne weitere Umschweife direkt ins Spiel einsteigen. Ganz kurz zum, was habe ich vor? Ich möchte, wie es im Titel steht, tatsächlich in Sims 4 ja, eine Wohnung bauen, wie ich sie mir idealerweise vorstelle, wenn Henne und ich eine Wohngemeinschaft, aka WG, zusammen hätten. Und ich bin gespannt, wie das läuft, sagen wir es mal so. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt mal rein. Viel Spaß und schön, dass ihr mit dabei seid. So, Spiel ist offen. Einen Moment, ich muss hier kurz alles ein bisschen umstellen, damit ich auch sehe, was abgeht. Ja, also Sims, der eine oder andere, die eine oder andere kennt's. Klassiker. Und ach so, ich muss natürlich alle Sims begrüßen, erstmal. Snurkendurk, Ark, Öke, Snap, Erk, Erke, Snurke. Snurter, Erke, oh. Das ist so angenehm. Nee, ist es nicht. Es ist angenehm. Oder wie Sims sagen, Sad, Erke, nee. Nee, warte mal, das war Dänisch. Was ist nochmal diese Sims-Sprache, die ist eher so. Snurke, Erke, Erke. Oder sowas. Ja, wir werden es gleich rausfinden. Also, ich mache mal kurz diesen Persönlichkeitstest. Falls ihr euch erinnert, da muss man einen machen. Oder kann man einen machen, man kann ja noch überspringen. Ich werde jetzt gleich mal gar nicht so viel eintauchen in diese ganze Charaktererstellung, denn ich will das hier kurz und knackig halten, jetzt nicht irgendwie mehrere Stunden machen, sondern gucken, dass ich so eine Stunde, in einer Stunde ungefähr das hinbekomme, einigermaßen. Aber wir gehen das hier schnell durch. Die Welt ist in Gefahr, was tue ich? Verdiene an den Ängsten anderer, verstecke mich im Untergrund, ich bin die Gefahr. Ich muss mal ehrlich sein, ich verstecke mich. Der Kühlschrank ist kaputt, was mache ich? Ich repariere ihn selbst, rufe den Besitzer, ich kaufe einen neuen, ohne Witz, 100% ich. Essen ist am besten, wenn selbst angebaut wurde. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit drüber gequatscht, wenn wir diese Sims-Sprache hören. Also ich kann sie ja, aber ich vielleicht kennt. Also ich kann sie, ich habe es gelernt auf der Sims-Uni, Simsisch. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch können das auch, aber ich muss mal darauf achten, dass vielleicht die Leute, die es noch nicht gehört haben, auch mal hören, wie sich das anhört. Essen ist am besten, wo gibt's bestellen? Ah. Mit Haken, Schnur und Blinker. Was? Ach so, angeln, oder was? Ah oh ja, komm, machen wir mal ein bisschen. Das ist aber ein bisschen crazy. Oh, the torque. Oh, the torque, ja. Das heißt, ihm ist kalt. Mir ist kalt. Wie komme ich über die Runden mit Intelligenz und harter Arbeit? Ich leihe mir Sachen aus, ich schnorre bei Freunden. Ich glaube, ein Kollege hat Mist gebaut und der Chef ist sauer. Was mache ich? Ich stelle den Kollegen weiter bloß. Ich ergreife Partei für den Kollegen. Abhauen. Ich bin echt so einer. Ich würde einspringen, tatsächlich. Meine Nachbarn haben ihre Rechnungen nicht bezahlt und ihnen wird der Strom abgestellt. Ich lache über ihre Notlage. Ich biete meine Hilfe an. Ich gehe ihnen um jeden. Naja. Also, ich sag mal so, ich habe hier schon mehrere. Also, wenn man aufsummiert. Bei allen Situationen, wo ich versucht habe, meinen Nachbarn nicht über den Weg zu laufen, habe ich, glaube ich, schon mehrere Stunden meines Lebens komplett verschwendet damit, dass ich vor der Tür warte, bis die weg sind. Also von daher ist es 100% das Dritte hier.
Jemand macht sich über mich lustig. Wie reagiere ich? Ich schreie ihn an. Ich lache und mache den Spaß mit. Ich fühle mich gedemütigt. Ah, okay. Ich sag mal so. Ich wäre gerne das, bin aber leider manchmal das. Beleidigt, würde ich sagen. Aber auch nicht gut. Aber komm. Außerdem nehme ich das viel zu ernst. Also, bei gesellschaftlichen Ereignissen bin ich der Mittelpunkt der Party. Bringe ich meine Gitarre mit, provoziere ich gerne Schlägereien. Alter. Boah, das ist ja unangenehm. Guck mal weg einfach, jetzt ist so unangenehm, sonst. In was für einem Haus möchte ich wohnen? In einem großen, luxuriösen Haus, spielt keine Rolle, ich arbeite sowieso ständig. Ja, wir sind, also, ja. Oh, boom, Snurge, Arge. In welcher Bar ist Open Mic, in der Bar ist Mocken Mic, ah! In der Bar ist Open Mic Abend, was tue ich? Ich erzähle meinen besten Witz, ich führe eine Slapstick-Nummer auf, ich stelle meinen Musikalstatz, ja. So. Ich bin eine Frau. Okay, auch cool. Aber das passt nicht zu dem Szenario. Ich will ja ich sein und mit Henno zusammen wohnen. Hey, schön, dich kennenzulernen. Bestimmt mein Gesicht, Gestalt und Aussehen und werde mir erklären, vergiss nicht, mir einen Namen zu geben. Okay. Kann man jetzt hier das Geschlecht ändern? Weil ich will ich sein. Und ich bin ein Mann. Sorry. Wie geht das jetzt? Na, scheiße, es fängt schon gut an. Oh nee, es fängt doch schon so an, dass ich hier was falsch gemacht habe am Anfang, ne? Ich hätte das am Anfang eingeben. Ja, mein Gott, da bin ich jetzt halt. Geht das hier irgendwo? Oh nee, normalerweise frage ich jetzt in diesen solchen Situationen meinen Live-Chat. Vorname, okay. Donny. Oh, sorry. Ich glaube, ich habe das am Anfang verrafft, dass man das eingeben kann, welches Geschlecht man ist. Warte mal. Aufgeschlossen? Das ist jetzt der Charakter alles. Ein Sim hinzufügen? Ich glaube, ich muss nochmal anfangen. Weil ich will, eigentlich wollte ich nur einstellen, ich bin ich mit grauen Haaren. Ich will, das ist das Einzige, was ich machen wollte. Ich hatte nämlich schon mal einen Sim angelegt, aber ich habe leider den Speicherstand nicht mehr. Ach hier, guck mal, ei! Aufklappmenü! Nice. Oh, der Bart, Alter. Wolverine oder was? Es geht. Okay, jetzt machen wir mal nur die Basics, weil ich will, es geht ja wirklich um den Wohnungsbau. Was ist das hier? Junger Erwachsener? Weißt du was? Den Spaß mache ich mit, weil ich genau weiß, dass ihr das alle sehen wollt. Haha, der Mann mit den grauen Haaren. Ja gut. Scheiße. So alt sehe ich nicht aus. Obwohl, ich schon manchmal jetzt, also... Mir ist aufgefallen mittlerweile bei mir, wenn ich, also ich sag mal so, wenn ihr, sobald ihr über 30 werdet oder seid, dann ist es halt echt so, dass du teilweise einfach deinen Rücken kaputt machst oder deinen Hals verrenkst, wie es heißt, nur wenn du dich zu schnell nach links oder rechts drehst. Ihr kommt da noch hin, falls ihr da noch nicht seid. So, warte mal ganz kurz. Ja, das reicht doch, jetzt passt doch. Und jetzt will ich hier ganz kurz Dingenskirchen machen, männlich, weiblich, Kleidungsstil, männlich. Dieser Sim kann schwanger werden. Ach, man kann auch endlich schwanger werden. Dieser Sim. Kann dieser Sim im Stehen die Toilette benutzen? Ja. Krass. Was ist das hier so? Selbstbewusstergang. Das ist selbstbewusst? I don't know. Boah. Hochnäsiger Gang. Stolzer Gang. Was bin ich für einer? Feministischer Gang. Strammer Gang. Trotteliger Gang. Läuft der dann echt immer so rum? Also ich muss auch dazu sagen, habe ich vergessen zu sagen, ich bin jetzt nicht der krasse Sims 4 Crack, ne? Ich habe das auch einmal irgendwie letztes Jahr, glaube ich, im Stream gespielt und wir hatten auf jeden Fall mega Spaß und ich klick auch voll viel, also verstehe ganz viel noch nicht und weiß immer oft nicht, wo jetzt was zu finden ist. Ich hoffe, ihr seht das mir nach. Also die ganzen Sims Cracks und Pros da draußen, die werden einige Mal mit den Augen rollen, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. So, okay, ich würde jetzt gern weitergehen. Ich würde gerne hier das Aussehen ändern, ganz kurz, weil so alt sehe ich auch nicht aus. Ich sehe es jetzt schon kaum. Das wird eine Stunde jetzt nur Charaktererstellung, obwohl ich gesagt habe, ich mache das nicht. Aber warum ist mein Greenscreen hier so abgeschnitten? Moment, das geht doch nicht. Ich habe doch einen Körper hier, sorry. So, ganz kurz, wir machen kurz die Basics, die Frisur. Haare. So, das sieht doch ungefähr aus wie ich, oder? Habe ich nicht so eine? Nee, ich habe eher so eine. Ein bisschen. Ach, der macht dann alles grau. Aber ich habe so, bei mir ist komisch. Ich habe nämlich
graue Haare, die habe ich übrigens schon, ich bin 38 übrigens. Und diese grauen Haare habe ich schon, das fing bei mir tatsächlich ganz früh an, das ist genetisch bedingt, irgendwie so mit 18 oder also beim Abi oder so schon. Aber ich habe trotzdem hier rötliche Haare im Bart und hier unten jetzt schon wieder, seit das kam im Alter tatsächlich, graue Haare. Anyway, ist auch scheißegal eigentlich, aber hier, mach mal einfach grau. Vielleicht lasse ich mich einfach so mit so alt, das ist doch auch lustig ein bisschen. Gesichts, habe ich wirklich gerade was anderes gelesen. Kevin Korani Bart gibt's auch, nice. Warte mal, ist das einfach, das ist mein Bart. Nee, ich habe ein bisschen eher Schnauzer und dann... Okay, ein bisschen kürzer, den Bart. Spitzbärte. Oh, das gibt's auch. Spitzbärte. Achso, das ist das gleiche? Hm, Don Quixote oder was? Schnurrbärte. Achso, der hat dann einfach... Okay, I got it. Ja, mach mal das. Kommt im nächsten hin. Komm, ich will mich wirklich ein bisschen beeilen, weil ich sonst wirklich hier nur... Mit der Charaktererstellung. Hautfarbe. Ja, passt. Wie sehe ich denn aus? So ein bisschen. Bin ein bisschen blasser. Ich habe die irische Blässe habe ich. Wir kommen nicht so gut aus mit der Sonne. Wie mache ich denn hier so diese Falten und so weg? Achso, man kann einfach draufklicken. Was bin ich? Ich habe blaue Augen. Mal gucken, mal wenigstens das. Oh, hallo. Ich check's jetzt auch. Man kann hier so überall so draufklicken, ne? Halt Glückler ein bisschen so. Okay, Nase. Ja, ich mache jetzt mal grob. Ah, das kommt doch schon ungefähr hin. Aber ich will die Bart... ja, das kann man irgendwie auch machen, aber ja, bevor ich jetzt wirklich alle, die sich auskennen hier, in den Wahnsinn treibe, indem ich irgendwie diese... Hier gibt es ganz viel immer so open, so andere Menüs, die ich ewig, beim Stream neulich, als wir es gemacht haben, vor einem Jahr, keine Ahnung wann, auch ewig nicht gecheckt habe. Man kann voll oft so neue Menüs dropdownen und so, das habe ich alles nicht gerafft. Und die ganzen Profis, die dabei waren, haben sich die Haare zerrauft, ob meines Unwissens. Aber deswegen machen wir es einfach so und tun das nonchalant überspringen, indem ich jetzt sage, der ist fertig. So, es geht um die Wohnung, Leute. Der ist doch cool. Vielleicht auch Klamotten kurz? Ja, das ist so mein Style hier, so. Heute habe ich auch ein schwarzes T-Shirt angehauen. Oh. Ey, das wäre doch mal geiles Merch von Sims, oder? Wenn man das kaufen könnte, wirklich. So ein T-Shirt. Aber das kann man wahrscheinlich, ne? Die sind ja nicht doof. Die sind schlau. Die sind Smirke-Erk. So, hier ist noch was. Das finde ich gut. So, wir machen hier ein cooles Sneaks. Männlich. Was? Das kann ich nicht benutzen als männlich? Hör auf, natürlich. Ist doch geil. Die sind geil. Schau mal vor, ich komme auf deine Party. Was willst du tun? Ich komme so auf deine Party. Ey Leute, ich hab gesagt. Und dann sage ich sowas wie: Ey Leute, ich hab gehört, ihr gibt's umsonst zu saufen. Genau so halt. Oh, loll ich mich weg gerade. Warte mal, hier kann man noch sowas machen. Oh, da war. Ah, ich vor der Pandemie, ich nach der Pandemie. Oh, da sind wir noch nicht durch. Sollen wir mal hier ein bisschen Muckis? Nee, habe ich nicht. Also ein bisschen halt. Ja, das kommt hin. Okay, komm, das muss jetzt erstmal reichen. Da kann man eigentlich eine Stunde Spaß haben hiermit. Oh, Sullivan, klicke das Häkchen. Um in Bibliothek zu speichern und zu spielen. Um in der Bibliothek zu speichern, würde ich jetzt mal sagen. Ich will da nicht im Flug scheißen, aber gut. So, erstmal ein Schlückchen Wasser. Und ja, das ist ein Gurkenglas. Aber es ist kein Wurstwasser. Also wirklich jetzt. Ich hab aus irgendeinem Grund ganz viele fucking Wurstwasser. Nick! Linksgläser, Gurkengläser hier zu Hause. Okay, Willow Creek, Newcrest. Ja, wir sind in der Stadt. Wir wohnen in der Stadt. Wir sind städtische Boys. Wir sind natürlich hier. Wir sind natürlich in Spandau! Boah, wie übelst der Schleimer. Direkt einschleimen bei den Leuten. Naja, Spandau, geil hier. So, wie ging das hier nochmal? Wir machen hier ein Grundstück. Giergut. Asphalt, Domizil. Ruhesichel. Ich will das Größte einfach nehmen.
Ach, wie ging nochmal der Cheat, dass ich unendlich Kohle habe? Ach, fuck, das weiß ich jetzt alles nicht. Mann, hätte ich vorher mal gucken können. Egal, machen wir ohne. Ich will eigentlich nur in den Baumodus. Okay, das nehmen wir. Ja, mach. Habe ich die... Geh rein da! Ich klick doch drauf. Achso, das ist ausgewählt jetzt. Boah, das sieht man auch nicht so gut. Bestätigen. O'Sullivan-Haushalt zieht um. Können die ist das... ja. Mein Gott. So, jetzt gucken wir gleich mal, wo ich das Zeug hinmachen kann, damit ich nicht im Weg bin die ganze Zeit hier mit meiner Fresse. Das brauchen wir eigentlich eh nicht. Oh. Warte mal, ich mach das mal kurz anders. Das ist doch schön hier, so zwischendrin, ha? Okay. Hier hingehen. Ne, wie geht das nochmal? Genau, wir müssen in den Baumodus gehen. So. Das kann man irgendwo umstellen. Wenn ich es finde, wird's geil. Ich mach jetzt mal Pause. Und dann gibt's irgendwo, hier oben, genau, wir gehen in den Baumodus. Weil ich will nur Baumodus spielen, ne? Also ich will nur was bauen und jetzt gar nicht die Sache so richtig spielen. Deswegen war jetzt eigentlich dieser Persönlichkeitstest auch unnötig, aber naja, just for fun. So, wir machen erstmal das Grundlayout. Wo sind denn mal die Mauern? Hier sind Mauern. Ich würde sagen, wir machen mal ordentlich groß hier alles. Let's go reset. Erstmal als Grundlage, ne? Also erfahrungsgemäß muss man hier ein bisschen, darf man jetzt hier nicht den Mund zu voll nehmen, weil man sonst Probleme kriegt. So, das ist erstmal unser, so ein Loft haben wir so eine Art Loft. Erstmal. Das kann ich eigentlich noch ein bisschen größer machen. Jetzt so schießt halt, oh Mann, ich muss aufhören, das geht sonst nur die ganze Zeit so. Lass mal kurz gucken. Wo geht es nochmal, dass man so Wände schieben kann und so? Also erstmal ein bestehende, da muss man glaube ich so machen. Ah ja, genau. Und dann kann ich das so ziehen, ne? Wir machen größer, warum? Bin ich denn so kleinlich hier? Wollen wir mal all in? Oh, scheiße, hier gehen wir hier rauf, hier und mal rechts und mal nach oben. Ist halt jetzt architektonisch, sag mal, jetzt nicht unbedingt absolut, ne, anspruchsvoll. Ich hoffe, ich komme mit der Kohle aus, weil das kostet ja alles Geld hier, was ich gerade ausgebe, ne? Ich habe nur noch 3.100 Euro. Aber warte mal, wenn es Baumodus ist, kann ich tatsächlich auch in die Ecke gehen hier. Wir brauchen ja diesen Persönlichkeits-Info-Zeugs nicht. Okay. Ey, also wenn das Geld ausgeht, google ich kurz, wie dieser Cheat geht, weil ich brauche einfach unendlich Sachen, damit ich hier bauen kann. So, das reicht doch erstmal. So, jetzt haben wir die Grundmauern. Und wir brauchen erstmal, würde ich sagen, einen kleinen Eingangsbereich, ha? Dann mach ich mal hier so eine Mauer. Und, ja, wie breit braucht man das? Wie breit ist ein Mensch? Wie hoch ist denn mein Kollege hier? Da. Kann man nicht mit Space so navigieren? Ja, doch. So, hier sind wir. Dann machen wir mal. Man muss so ein bisschen. Wird schon so Eindruck machen mit dem einen. Wird schon so ein. Also, wenn wir mal Besuch haben oder so. Weißt du, wenn so ein paar. Mal andere Leute kommen oder so. Oh, jetzt habe ich aus Versehen was gehört. Rückgängig geht wie? Ah ja, Steuerung Z kann man auch mal. Ich bin aller Computerprofi. So, Türen. So, wir brauchen eine coole Tür. Die ist doch cool. Aber guck mal, jetzt ist die Tür so klein. Man kann die auch größere... Nee, das sind dann so. Okay, wir machen einfach so. Das sieht doch cool aus. Wir machen erstmal die Grundlagen. Hier. So. Jetzt geht's... Wie geht es nochmal? Wände nochmal. Scheiße. Gehen wir hier nochmal zurück zu Wänden. Ah, hier. Achso, ja. Ist eigentlich logisch, ne? So, wir brauchen Böden auch. Böden! Weißt du was? Ich fange erstmal mit dem Wichtigsten an. Ich mache erstmal mein Zimmer. Oh, sorry, wirklich? Steuerung. Komme ich mal durcheinander mit dem Drücken hier. So, irgendwie ist der Eingangsbereich auch scheiße so ein bisschen. Ah, ja, es ist so dumm. Wieso sind die Wände so klein? Wieso ist das nicht so kacke? Warte mal, ich brauche einen Boden. Böden. Böden. Hier, oder? Kann man hier nicht draufklicken auf... Nee, ah da. Bodenmuster. Ja, wir machen schöne... Ja, ist halt die Frage. Laminat oder lieber so geil...
geil parkettmäßig. Warte mal, wo ist er? Parkett und Laminat. Wo ist da denn der Unterschied, bitte? Klicklaminat. Warte mal, eleganter Parkettboden. Nee, ich will so Teppich haben einfach. Finde ich eigentlich am geilsten, wenn ich ehrlich bin. Achso, hier kann man noch unterscheiden. Was wieder nicht wirklich Flecken heißt der Teppich. Lell. Klettertrompetenteppich. Hm. Das sind Fliesen, ne? Hm. Oh, so eine ganze Wohnung mit Fliesen, das ist auch irgendwie ein bisschen creepy, oder? Das ist ein bisschen so direkt irgendwie, weiß ich nicht. Serienmörder-Style, so. Warte mal, hier haben wir sowas noch? Hm. Oh, so ein Metallboden. Oder halt einfach Gras drin, ne? So ist er auch gut, kann man barfuß laufen. Na gut, ich mach mal Teppiche. Ist es aber alles, was die haben an Teppichen hier? Ich hab keine Dingspacks. Ach, man kann die Farbe hier auch noch ändern. Na komm, dann machen wir doch mal so ganz chillig hier einen auf. Ja, so ganz langweilig. Man kann, glaube ich, mit Shift-Klick alles machen, oder? Oder irgendwie so Steuerung. Wie kann man denn... Hm, wir machen es aber so, scheiß drauf. Nicht genug Geld. Ach, scheiße. Ah, fuck, wie mache ich das jetzt? Scheiße, jetzt muss ich das googeln. Tut mir leid. Warte, Sims 4 unendlich. Ah, hör auf! Unendlich Geld. Okay, wie kann ich cheaten? Offiziell ist die Sims 4 Website. Die Sims 4 Simians Cheat. Rosebud! Aber wo gibt man das ein? Wenn du Rosebud oder Catching eingibst, hättest du. Okay, wo? Aber wir versuchen es mal so. Wo gibt man das jetzt ein? Enter? Nee. Rosebud. Nee, jetzt habe ich was ganz anderes gemacht. Ach, jetzt habe ich irgendwas geändert. Die Sicht, glaube ich, ne? Scheiße! Ich habe irgendwas... Ach, R. Guck mal, jetzt habe ich das rausgefunden. R ist irgendwie anscheinend... Was passiert bei R? Ist das irgendwie Licht? Ich mache hier oben was, ne? Design Tool, R. Aha. Und O? S? E? B? U? Bei U habe ich das gemacht, okay. Ach krass, hier gibt es Leute, die das... Es gibt Leute, die das mit Shortcuts spielen, wie so StarCraft 2-Spieler oder keine Ahnung, LoL-Spieler, die das so ganz schnell so blablabla und dann so schnell aufbauen oder was. Ach, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es nur aus Convenience-Gründen. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Ich stress mich jetzt nicht, wir gucken das ganz, ganz in Ruhe kurz, das dauert ja nur 2 Minuten. Hätte ich vorher gucken können, I know, I'm sorry. Die Cheat-Leiste öffnet man unter Steuerung Shift C. Okay. Back to the game, back to basics. So. Steuerung Shift C. Ah ja, hier oben. Ha. Rosebud. Haha! Kaching war auch noch. Kaching? Nee, Caching. Was war das nochmal? Warte mal ganz kurz. Vielleicht gibt das mehr. Kaching. Okay, machen wir das. So, jetzt haben wir es aber auf jeden Fall erledigt und jetzt können wir mal. Was gibt's? Kaching mehr oder was? Wahrscheinlich schon, ne? So. 1000 auch noch, okay, aber ich hab's jetzt. Ich bin nämlich schlau. Haha. Steuerung V. Computerprofi. Oh, ich bin Hacker. In der Matrix drin, Alter. Oh, wenn ihr meine Hände sehen könntet, ich bin übel schnell. Müsst ihr euch jetzt mich vorstellen, so mit den Zahlen von der Matrix, die tun sich. Nee, obwohl, Hacker werden doch immer so mit dem Hoodie dargestellt. Gut. 48.000, das muss erstmal reichen. Gut, haben wir das auch erledigt. Steuerung Shift C oder was? Wie war das nochmal? Dann geht die Cheatleiste weg. Nice. Oh, ich bin ein richtiger fucking Pro-Gamer. So, hier mal, warte mal. Ich bin Pro-Gamer. So, warte mal. Was habe ich jetzt? Warum ist hier eigentlich eine Stelle nicht Boden? Aber das passt ja eigentlich perfekt, weil ich will ja auch. Ich will ja auch Hennos Zimmer machen. Mach erstmal mein Zimmer, oder? Da sind wir mal egoistisch. Geh mal Wände. Kann ich nicht Raumtool machen? Ja, genau. So, ich mach erstmal mein Zimmer. Also nur mein Wohnzimmer erstmal. So, ist ja eine WG, ne? So, hier machen wir gleich einen Eingang. Und dann machen wir mal Hennos Zimmer. Ne, machen wir später. Hennos Zimmer machen wir später.
Ist eigentlich das H? Dann kann ich hier mal auf H gehen, dann kann ich hier schneller machen. Gut, dann gibt es hier wahrscheinlich auch schneller so Türen. Kann man auch so machen, ne? Ich habe es umständlich. Ich baue jetzt eine coole Tür für mein... Oh, sowas hier, so fucking so wie so ein... wie so ein Elden Ring Dark Souls Tür mäßig so. Edgar der Generöse, Alter. Oder Tür, Breite. Ich will so eine Tür, die so, wo man so denkt, was ist denn hier los? Wenn man uns besucht. Wer wohnt denn hier? Ein König? Oder das ist auch lustig. So ein Toilettentür. Das finde ich gut. Das mache ich. Scheiß drauf. Ist doch geil. So, als kleiner Gag. Haha. immer. Hier so. Gibt's noch Farben? Boah, so eine schwarze. ja. So, kann man irgendwie die Kamera nochmal so... Wie geht es nochmal, dass ich die Kamera so drehen kann, dass ich so ein bisschen 3D-mäßig hier so reinkomme? Ja, man kann sich doch... Kann man nicht irgendwie... Ach so, ja genau. Mit R. Mit der rechten Maustaste geht das. So. Die Musik ist auch so chillig, ey. Also man kommt hier so rein. Und dann, wie habe ich das noch gemacht? R? Nee, Rose Boo. B. U. War es, glaube ich. Ja. So, das ist quasi von außen, ne? Dann sieht man schon mal... Es sieht auch ein bisschen creepy aus, unser Haus. Schau mal vor, das ist das Haus wirklich. Das sieht so aus. Das könnte so ein... Da würde Elon Musk oder so drin wohnen in so einem Haus, finde ich. Naja, jetzt gehen wir mal rein hier. Wir kommen dann rein. Müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen vorstellen. Wie kann man nochmal die Wände... Es gibt auch so ein Ding, wo man die Wände sehen kann, dass die Wände... dass man die sehen kann. Warte mal, jetzt mal ganz kurz. Design Tool? Nee. Hier ist doch immer alles so mit wie man was sieht. Da gibt es auch einen Shortcut für, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich würde gerne die Wände sehen. Der will, dass ich hier hingehe, ne? Naja. Wie geht das nochmal? Das ist wahrscheinlich auch ein Shortcut, den weiß ich gerade nicht mehr. Ich muss das googeln. Es tut mir leid. Sims 4, Wände anzeigen. R. K. B. Wandtool um neue Wände und Räume. B. Okay. Aber wie zeigt man das an? Sims Wände ausblenden. Ja, zustimmen, Cookies, I don't know. Wie kann ich in Sims... Oh, kennt ihr das? Jetzt habe ich die Frage gefunden. Ich hasse das. Jetzt habe ich die gleiche Frage gefunden und keine Antworten. Null Antworten. Ja, geil. Hier zwei weitere Zeilen. Hotkeys. Alle akzeptieren. Boah, Cookies, ey. R. E. Wählen Tool. Objekte platzieren. Wandtool. Ansichten. Okay. Ich glaube, ich hab's. G. Gitternetz aktivieren, L, Tageszeit ändern, T, Draufsicht, Wände nach oben schalten, Position, Ende, das war's, freie Kamera, also müsste das ja irgendwie G vielleicht, nee, T, I don't know, komm, bevor ich jetzt hier verrückt werde, aber es sind zu viele, guck mal, hier so kann man schon, Jetzt sind wir doch einen Schritt. Okay, das Gitternetz finde ich irgendwie. Ich finde es ohne besser. Oh, erstmal random eine Wand gebaut auszusehen. Sorry. Ja. Hätte ich vielleicht nochmal vorher reingehen müssen, ne? Ins Spiel nochmal. Sorry. Aber komm, wir haben Spaß. Da ist doch die Hauptsache jetzt hier erstmal. Ich glaube, das ist einfach so mit den Wänden. Nee, aber ich weiß noch, man konnte die irgendwie ein- und ausblenden. Vielleicht geht das einfach, vielleicht kann man mal gucken. Spieloptionen. Grafik. I don't know. Also es tut mir leid, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute jetzt wirklich händeringend schreien. Ja, es ist das und das, aber ich weiß wirklich gerade nicht mehr. Und bevor ich jetzt hier, glaube ich, Ewigkeiten damit aufbrauche, das irgendwie hinzugehen. Hier, AWSD. Ich kann einfach alles mal durchgehen, jeden Buchstaben hier. Baubetonqualität. Oh, das ist die Draufsicht, okay. Ah, I got it! Z! Oder was? Nee, aber Z ist auch komisch. Z, U. Komm, wir gehen einmal kurz alles durch. Also alle Buchstaben.
Oh, das ist auch gut. Das war Gitter. G wie Gitter. Klar, macht Sinn. W wie Wände vielleicht? Oh, Tageszeit? Okay. Was ist das? Jetzt kann ich einen Screenshot machen, okay. Ah. B. B, B, B. 1, 2, 3, 4 gehe ich mal durch. F1. Oh, jetzt habe ich das Spiel wieder gestartet. Nein! Angehalten. Ich bin aus dem Baum. Oh. Ah, okay, geh erstmal aus. Ja, mein Gott, das, irgendwie kriege ich das gerade nicht hin. Dass man die Wände. Ich will, ihr wisst, was ich meine. Ich will, dass die Wände oben sind. Aber machen wir jetzt einfach nicht. So. Also, was brauche ich erstmal in meinem Zimmer? Ich brauche erstmal ein Bett. So, wo sind denn die Betten? Hier. Moderne. Ach ja, genau, so war das. Gibt man so die Zimmerstilrichtung rein, ne? Was will ich denn eigentlich haben? Ich würde sagen. Königlich. Königlicher Reiz. Boah, ey, das ist richtig Harald Löckler-Style hier. Pompös. Warte mal, gibt's hier noch was? Ist das alles? Ist das so Schlummer-Turbo-Steuerung? Einfache. Ja, ist einfach IKEA, ne, das hier. Moderne. Ja gut, das war vielleicht mal modern in den 80ern. Wo wir wieder beim Thema Ich bin ein Opa sind. Königlicher Reiz. Irgendwie finde ich das einfach am dümmsten, aber deswegen auch irgendwie am lustigsten. So, wo kommt mein Bett hin, ist die Frage. Wie kann man es nochmal drehen? Shift? Man kann, glaube ich, auch mit Alt sozusagen, genau. Ah ja, ich komme so langsam wieder rein. Drehen können wir es irgendwie so. Wir gehen nochmal drehen, das Objekt. Alt, Shift. Ah ja, so. Okay. Ich will das Bett. Ich will das Bett vor allem größer haben. Wie ging das nochmal? Man kann nämlich die Dinge, man kann das nämlich so richtig dumm größer machen. Ich glaube, ich muss hier auch wieder googeln. Man kann nämlich die Objekte. Warte mal. Sims 4. Okay, das wird einfach nur, der ganze VOD wird einfach Donny googelt Sims 4 Sachen, weil er sich vorher nicht vorbereitet hat. Donny. Ah nee, jetzt habe ich gerade Donny gegoogelt. Warte mal. Sims 4 Objekte größer vergrößern. Weil das ist nämlich das witzigste Tool, finde ich. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus und halten Sie es mit der linken Maustaste fest. Drücken Sie nun auf der Tastatur mit den Tasten Apostroph. Okay, was, aber das ist ein komisches. Habe ich das? Ja, welche? Wo ist das Zeichen? Hä, das, da, hier steht. Das ist dieses komische Dings-Apostroph. Hä? Was meinen die? Warte mal. Achso, man muss immer PC noch dazu schreiben, ne? Wählen Sie das gewünschte. Mann, ihr seht es gerade nicht, aber das Zeichen, was die mir sagen, ist dieses komische einfache Apostroph. Diese finden Sie schräg über der Enter-Taste. Über die Tasten Fragezeichen und. Achso. Okay, also das muss eigentlich stimmen. Okay. Also so muss es eigentlich gehen. Weil ich will ein größeres Bett, Leute. So viel Zeit muss sein. Linke Maustaste und jetzt. Ah, ja! Das ist mein Bett, Alter. Warte, ich will das sehen mit. Ich will das sehen zurück. Ich will das wieder einblenden. Hier die. Das Dach. Wie geht das nochmal? U. G. Den Gitter. Mann. F. D. B? Nee. S. Rosebud. Da bin ich vorhin drauf gekommen. Mann. Ups. Hä? Wisst ihr, was ich meine? Ich will wieder diese Ansicht machen, dass wir. Na, ey, ist doch egal. Ich mach erstmal. Ich glaube, vielleicht ist das Bett zu groß. Ich mach mal ein bisschen kleiner. So, und jetzt drehen wir das noch. Wie ging das nochmal so?
Objekt überschreitet was? Den Boden oder die Decke? Aber gerade ging's noch. Warte mal, dann mach ich ein klein bisschen kleiner. Nee, ich mache einfach die Decke höher, Alter. Mir doch scheißegal. Ich leg das jetzt hoch. Will ich gar nichts machen. Ich mach's kurz kleiner. Aber nur für eine kurze Zeit. Ja. Jetzt gehen wir mal hier die Decke. Wie geht, wir machen das höher, Alter. Mein Zimmer hat einfach eine höhere Decke. Nee. Warte mal, habe ich jetzt ein Stockwerk hinzugemacht? Ach, ich bin nämlich in dieser Ansicht schon. Das war irgendwie B, ne? Nee. D. C? Die Ansicht! Wieso sehen wir jetzt? Nicht in die untere Wohnung! In den unteren Teil. Oh Gott, ich werd hier verrückt. Ich hab noch nichts gemacht. Ich hab also ein Bett erstellt. Und wir haben schon, weiß ich nicht, ich glaube eine halbe Stunde aufgenommen. Wie mache ich das jetzt wieder runter? Erstmal, jetzt gehe ich in. Geht man in den Boden rein? Was ist jetzt los? Jetzt sind wir im. Wir haben ein Loch gegraben jetzt einfach. Warte mal, können wir das wieder. Chillt mal bitte. Ich will mal. Okay. Jetzt sind wir wieder normal, ne? Okay, gut. Sind wir ebenerdig? Oder sind wir hier? Nee, okay. Alles ein bisschen umständlich gerade gemacht, aber ich will jetzt einfach nur die Deckenhöhe. Was ist das hier? Mittlere Wand? Ah. Oder hohe Wand. Ja, wir müssen ja nicht übertreiben. So, und jetzt mal bitte, was ich will. Ey, ich lasse einfach die Wohnung so. Es ist die weirdeste Wohnung aller Zeiten. Habe ich schon meine Tür gemacht eigentlich, Herr Freunde? Wo ist meine Tür her? Habe ich die hingemacht? Ne, ich habe noch keine gemacht. Wo ist denn die, ich will so eine Elden Ring Dark Souls Tür hier. Ne, ich habe doch die Klotür gemacht. Aber die sehe ich jetzt halt nicht. Das ist das Problem, weil ich den Knopf nicht weiß für Ansicht irgendwie machen. Jetzt habe ich irgendwas hier gespeichert irgendwo. B. Boah, ich bin so lost. Hier vielleicht? Grundstück verschieben? Nee. Ich meine, es sind so viele Sachen. Ich will mich jetzt nicht beschweren, weil wirklich, ich hatte das alles vorher auch. Ja! Wände einblenden! Wände einblenden! Hier oben rechts, meine lieben Freunde. Eine halbe Stunde hat es gedauert. Probieren geht über studieren. Ich klinge wie Udo Lindenberg gerade ein bisschen. Okay, das wollte ich die ganze Zeit haben. Jetzt haben wir es gefunden. Siehst du mal, geht doch auch. Geht doch ohne Vorbereitung. So, die Tür müssen wir größer machen. Ich mache hier den Eingang besser. Und jetzt machen wir hier, wissen wir jetzt? Oder so eine ganz kleine Tür. Für Mäuse. Nee, mal hier so eine viel zu große Tür, da kommt man nicht an den. Aber hab ich nicht so eine diese Klotür gemacht? Wisst ihr was? Ich mache eine Tür für mich und eine Tür für Henno. Die muss er benutzen dann immer. Die muss Henno. Henno muss diese Tür, die ich jetzt mache, muss er benutzen. Warte mal. Entschuldigung, wir machen hier. Oh, guck mal, man kann so Geheimtüren machen? Bücherregal, Geheimtür. Wir machen eine normale Tür für Henno. Aber. Nee, warte mal. Objekt auswählen. Also ganz klein. Da muss er sich immer ein bisschen bücken, wenn er zu mir kommt. Ey, Donny, was geht? Was geht? Kann ich reinkommen? Dann bin ich oben auf meinem Bett. Ja! Mit so einem Megafon oder so, weil das Zimmer so riesig ist. So, die kann ich nochmal hier gucken. Okay. Warum ist denn aber hier so eine komische. Naja, lassen wir es erstmal so. Okay, super creepy Wohnung. Ganz ehrlich. Wie ist denn eigentlich hier der Shortcut? Ende. Hä? Wo ist Ende? Ende? Nee, geht gar nicht. Okay. Also, Bett finde ich schon mal geil. Können wir vielleicht mal an die Wand stellen, oder? So Feng Shui-mäßig. Man will ja auch immer so ein bisschen Feng Shui mitmachen, ne? So, jetzt gucken wir mal hier im Interieur. Wie geht das nochmal hier? Genau, Schlafzimmer. Ach, das hätte ich auch so machen können, ne? Betten. Ah, ich war so, ah, okay. Mhm. Das will ich haben, das ist ein viel geileres Bett. Hallo? Das ist ein viel geileres Bett, Mann. Ein Rennfahrerbett. Nochmal auswählen. Ich habe einfach zwei Betten, scheiß drauf. Kenne ich gar nichts. Wie drehe ich die Scheiße? Immer so. Und
Aber warte mal, wenn ich alles so groß mache, dann ist auch irgendwie nicht mehr lustig, weil dann ist ja alles groß. Aber ist mein Ausweichbett für, wenn ich ein bisschen mal einfach normal... Weil ist das jetzt die normale Größe? Was ist eigentlich jetzt noch normal? Wo ist denn mein Sim? Ich muss gucken, ich brauche einen Menschen. Kann ich den irgendwie dahin platzieren? Nee. Aber ich kann es ungefähr... Warte mal, wenn ich so mache... Ist das ungefähr jetzt normale Größe? Nee, eins Größe, ne? So, ne? So ist normal. Aber weißt du was? Ich mache mir ein extra Zimmer für das extra Bett. Wieso nicht? Ich habe einfach so ein zweites kleines, ja, ein zweites kleines, weißt du nicht, Ausweich. Ich habe keinen Bock auf das Bett und dann gehe ich ja da hin, einfach so. Für mich allein, weißt du, so. Vielleicht ist hier auch ein PC drin. Und ein paar Bildschirme und so. Wenn ich mal alleine sein will. Wir machen hier einen coolen Boden rein, auf jeden Fall. Wie habe ich das nochmal gemacht, dass man hier so alles sieht? Böden. Alle anzeigen. Böden. Kinder. Beleuchtung. Nee. Ich mache das, glaube ich, alles ein bisschen umständlich, aber come on. Egal. Authentischer salvadorianischer Erdreichboden. Hier mache ich einfach das. Hier mache ich Wiese rein. Das ist ein ganz weirder Raum einfach irgendwie auch ein bisschen. Guck mal. Ich mach mal so. Das ist echt ein weirder. Ich brauch Licht. Oh, scheiße. Oh, das wird auf jeden Fall nichts, dass wir hier zeitig hinkommen. Ja, vielleicht wird es ein Mehrteiler. Könnt ihr mal sagen, wie es euch gefällt. Mal gucken. Vielleicht gibt es ein Comeback irgendwann. Weil ich glaube, in einer Stunde kriege ich gar nicht so viel hin. Aber naja. Ja, wir wollen Blumen haben, oder? Bisschen. Mach mal. Okay, und jetzt Lichter. Wie geht das nochmal? Horst Lichter brauchen wir. Lampen. Stehlampe, Bauernschlau. Wir brauchen erstmal einfach nur Licht, Wandbeleuchtung. Hier. Oh, das ist einfach. Ey, das ist der creepieste Raum aller Zeiten. Schau vor. Du findest. Und den machen wir mit Geheimtür. Und das findest. Schau mal vor, du hast wirklich einen Mitbewohner, der hat so einen Raum. Und du bist dann irgendwann, findest du diese Geheimtür und ich so, Alter, was ist mit dir los? Mach nicht so einen Spiegel, der ist noch creepier. So ein Spiegel. Ist aber sehr klein, der Spiegel, warte mal. Ja, genau. So ganz klein. Das ist ein ganz kleiner Spiegel einfach hier in der Wand. Mehr ist hier nicht in dem Raum. Ich mache jetzt auch hier mehr nicht rein. Das ist einfach der weirdeste kleine Raum. Und wenn man mich fragt, wenn man den findet, sage ich halt, ja, ist einfach mal ein kleiner. Wenn ich alleine sein will, Raum. So meine Sache. Aber wir brauchen hier eins von den Geheimtüren. Hier, Bücherregal. Geheimtür. Die sind gesperrt. Habe ich jetzt den Cheat nicht für. Ich kann jetzt nicht nochmal googeln. Will ich auch nicht. Ja. Wir machen es so. Wir machen irgendwie ein Möbelstück davor. Wir machen eine normale Tür, ja. Normal groß tatsächlich. Und wir machen jetzt hier ein Möbelstück davor. Und dann wissen wir halt, das ist halt unser Geheimnis. Wir schieben das dann immer. So, wie geht's hier rein? Möbelstücke. Hier so Regale oder so. Bücherregal, ist doch geil. Eigentlich wäre so ein Regal in Form von einem Fragezeichen jetzt hier richtig geil. So mega dumm offensichtlich, dass das halt was verstecken soll. Dreh dich mal schneller. Wieso geht das nicht schneller mit dem Drehen? Ich kann das nicht. Doch, mit Alt, oder? Oh, ich kann es nicht dahin machen. Warum nicht? Gitter? Gib mir Gitter. Ach, wegen. Ich kann es nicht vor die Tür stellen, oder was? Ja, aber warte mal. Ich bin doch nicht dumm. Ich bin doch schlau. Guckt mal an, wie schlau ich bin. Achtung. Oh, es ist dumm. Es ist so dumm. Guck mal, wie dumm das ist. Kann ich jetzt die Wände sehen? Warte. Jeder. Aber hey, komm, das ist doch ein Geheimnis, Alter. Kann ich hier noch ein... Das sieht man nicht, oder? Alt? Wieso kann ich nicht überall platzieren? Da gibt es, glaube ich, auch einen Cheatcode für, aber... Komm, reicht jetzt. Machen hier das noch hin? Nee, warte. Können wir noch irgendwie... So. Hey, das sieht man da wirklich irgendwann nicht. Keine Ahnung, ist halt meine Art, Regale zu aufzustellen. Das ist halt meine kleine Bibliothek hier so. Da kommt doch nie jemand drauf, dass da irgendwie... Weiß ich nicht. Oh, Vorsicht. Kann man nicht so nach unten gehen? Noch weiter?
Ich würde gern so, ja, weiß ich nicht, so First-Person-mäßig hier rumlaufen. Okay, aber das ist auf jeden Fall super, super weird. Was ist denn unser Boden eigentlich? Wir machen hier noch einen cooleren Boden rein bei uns im Zimmer. Böden. Böden. Vielleicht hier Sand? Fühlt sich bestimmt geil an, oder? Aber so Sandboden? Oh, wir brauchen Lampen. Ey, denkt alle, ich bin übelst Psycho. Das ist so dumm. Oh, scheiß drauf, ist doch geil. Ist ein geiler, ist... Ich sag mal so. Meine Wohnung sieht im echten Leben fast genau gleich so aus. So, wo sind nochmal Lampen? Hier, so eine... Ach geil, so eine Totoro-Lampe. Ist das Totoro? Oder Pikachu, keine Ahnung. So geile Beleuchtung, so wie so ein Streamer halt, ne? So geile... Habe ich übrigens auch. Indirekte Beleuchtung heißt das. Ja, komm, machen wir eins dahin. Und dann machen wir noch... Hier geht nochmal so normale... Wo sind normale Lichter? So, warte mal. Das geht irgendwie anders. Muss ich mal ganz kurz gucken. Das geht hier, wenn man... das gibt's irgendwo. Da muss man nur drauf achten. Hier sowas. So ein Kronleuchter oder so? Wahrscheinlich kann man es irgendwie auch anders einstellen, ne? Irgendwie so. Aber das Bett ist doch riesig, wie groß. Ach, die Lampe. Die Größenverhältnisse sind halt so weird, weil ich die ganze Zeit denke, das wäre nochmal ein großes Bett. Ja, wir machen hier einfach so eine Lampe in der Ecke. Und. Wir brauchen eine Bar, Leute. Wir brauchen eine Bar natürlich im Schlafzimmer, klar. Oh, nehmen wir das hier, ja. Ey, das ist so riesig, das Bett. Ja, hier ist zum Gästeempfang, ne? Hier eine Couch noch. Ja, kann man so ein bisschen chillen hier, wenn man will. Ich bin chillig. Bei mir ist chillig. Bei mir ist man gut aufgehoben beim Zimmer. Wenn ich Besuch habe, das muss doch irgendwie anders zu drehen sein, die Sachen. Und als dass ich mal fünfmal rechte Maustaste machen muss. Mann! Oh, hier kann man so ein bisschen chillen. Machen wir noch einen Sessel, ha? Huh? So, ein bester Bärenfreund-Sessel. Der ist doch geil. Da chill ich immer ein bisschen mit meinen Freunden, wenn die vorbeikommen in der Ecke hier. Wir machen noch einen Teppich. Ey, seht, langsam wird's. Ne? Ihr habt gedacht, das ist hier nur, ich mache hier nur Quatsch. Nee, das ist hier jetzt langsam das richtige Form an. Ne? Guck mal, hier so einen kleinen Teppich. Bisschen 80s-Style hier. Dann haben wir noch eine Lampe, waren einfach auf diesem crazy drauf. Wir sind ein bisschen crazy drauf hier in der Ecke auch gerne mal. Dann mache ich hier ein bisschen, stehe ich hinter der Bar, hey, wie war euer Tag? Und schüttel irgendwie so ein bisschen ein paar Drinks an und dann sitzen wir hier und ihr sitzt, ihr seid bei mir zu Besuch, ihr kriegt den Bärchensessel, ohne Witz. Und ihr kriegt auch die Couch, aber ich brauche noch einen Sessel für mich. Ich sitze immer mit dem Rücken zu euch. Das ist so dumm. Ich lieb's. Warte, ich sitze immer mit dem Rücken zu allen Leuten, die mich besuchen. Und ich muss es größer machen. Immer wenn ich Besuch habe, müssen die hier sitzen. Und ich mache auch wirklich so einen Drink, mische den Leuten an. Ey, wie war ja Tage so? Ja, und dann setze ich mich hier hin, da habe ich so eine Leiter. Und dann sitze ich hier und alle dürfen, keiner darf mich ansehen. Oh, ich will keine Psychoanalyse nach diesem Video die haben. Ey, ich glaube, da kann man ganz schön viel reininterpretieren. Aber don't wanna know it. So, hier ist Hennos Tür, nicht vergessen, meine Riesentür. Ja, ich denke mal, das Zimmer steht, oder? Ist auch ein geiles Zimmer. Ich finde das Bett nicht mehr so lustig, wenn es zu groß ist. Ich mache mal ein normales Bett hier. Ne? Weil der Sessel kommt, der muss glänzen jetzt hier, der Sessel. Wir brauchen noch einen Teppich. So ein magischer Teppich, Perserteppich, glaube ich, heißt das? Weiß ich nicht. So, den machen wir hier hin. Aber ihr kennt mich doch mittlerweile. Oh, da, guck mal, das sieht schon geil aus langsam. Das sieht doch wirklich geil aus langsam. Ich habe hier meinen komischen geheimen Raum mit dem komischen... Hey, dieses Bett macht mich fertig und dieser kleine Spiegel, das ist so dumm. Okay. Meine geheime Tür, ich habe hier das, ich habe was zum Schlafen.
So, ich brauche eigentlich auch noch ein Streaming-Zimmer. Also das wäre jetzt sozusagen, würde jetzt hier hinkommen, glaube ich, irgendwo. Aber wir dürfen nicht, wir sind jetzt schon schon 50 Minuten drin, Leute. Ich will es jetzt auch nicht rushen. Aber sonst machen wir hier 3-4 Stunden und das ist dann auch zu lange. Mal gucken, ich werde das speichern. Eventuell gibt es einfach einen zweiten Teil. I don't know, weil ich habe jetzt wirklich so unterschätzt, gebe ich ganz ehrlich zu, dass es, wie lange man sich ja doch wieder aufhält und so mit so wichtigen Details hier. Von daher rushe ich das jetzt ein bisschen durch, denn ich will auf jeden Fall, Leute, ihr seid ja, es ist ja natürlich Hennos Kanal. Ich bin natürlich auch wirklich sehr dankbar, hier sein zu dürfen, dass ich hier auch ein bisschen beisteuern kann. Fühle mich auch wohl. Und deswegen müssen wir natürlich Henno auch sein Zimmer bauen. Ja? Und ich dachte da vielleicht an sowas, also ne, in unserer WG. Erstmal seinen Grundriss, würde ich sagen. Wollen wir mal nicht so sein. So, das ist erstmal Hennos Grundriss, würde ich sagen, für sein Zimmer. Dem müssen wir natürlich auch noch einen Gang bauen. Wir haben ja hier den Flur. Dann würde ich sagen, kommt man hier so lang. Ne? Und ja, da geht's dann. Der hat doch seinen eigenen Flurteil. Na, ist auch meiner. Da stehen auch Sachen von mir viel. So mein Fahrrad und allen Krams. Gut, muss ja auch irgendwo hin. Und das hier wird noch eine Küche oder so. Na, nee, das wird's Klo. Ich will noch kurz das Klo machen. Das ist nämlich mein Lieblingsteil hier bei diesem Spiel. Und zwar, ich werde das niemals nicht lustig finden. Das haben wir nämlich auch bei mir im Stream gemacht. Und es ist etwas, worüber ich nachts manchmal aufwache und ungefähr so gucke dabei. Ich wach so auf. Ja. Und zwar, Klo. Nehmen. Drehen. Ja, sieh in die Richtung, ne? Wird ja. Ja, Henno hat halt den Spülkasten so ein bisschen nah an der Wand, aber gut, ich meine, er muss ja. So, und dann mache ich gerne. Ich werde das nie nicht lustig finden. Diese Wohnung ist so dumm, ey. Guck dir das mal an. Obwohl, es wird langsam. So gut, einmal das Klo. Ich habe jetzt eine viel zu große Rampe für diese ganze Klo-Thema gebaut. Aber scheiß drauf. So, wir brauchen. Wir geben Henno ein bisschen Spielzeug. Nee, wir brauchen ihm erstmal. Der braucht auch ein Bett, klar. Er braucht ein Bett. Henno ist viel unterwegs, arbeitet viel. Einzelbett. Dann machen wir noch eine Tür. Ja, kriegt die Regenbogentür, die ist schön. So, das ist sein Eingang. Ja. Braucht er eine Lampe, ist die Frage. Ich meine, kann ja auch zu mir. Jawohl. Naja, ich habe ihn auch nicht gerne im Zimmer, muss ich sagen. Ich bin da auch mitbewohnertechnisch. Bin eher so ein zwischen Tür und Angel Quatscher, ne? Also, ich Henno cool und so, mag ich auf jeden Fall. Aber abhängen muss ich mit dem jetzt auch privat nicht ständig, ne? Also, ich würde mal sagen, wir treffen uns vielleicht mal im Flur. Von daher, ja, gebe ich ihm mal eine Lampe. Ja, gut, ich will ja nicht so sein, ne? Wir geben hier so eine. Wo sind Lampen nochmal? Hier, wir geben so. Ja, doch, kein Problem. Mal so eine Fußballlampe. Ja, mag er doch hier. Fußball. Ja, und das hat das Zimmer. Wir lassen die Wand auch hier so bei ihm. Finde ich eigentlich, ist ja so Minimalist auch ein bisschen. Und genau, ich denke mal, das reicht. Aber erstmal, also zurück zu meinem Zimmer. Wir machen mal unsere Wände, weil da fällt mir ein, ist auch gar nicht so unwichtig, weil die Wände nochmal nicht machen hier. Wandmuster. Ja. Ich brauche irgendwas Glamouröses. Bididip-dip. Ja, Hütte im Wald. Oh, das sieht doch geil aus. Da kannst du doch nicht, da kannst du jetzt nichts sagen. Das sieht doch einwandfrei geil aus hier.
Das sieht doch richtig geil aus. Diese Wand, Alter, mit der Totoro-Lampe. Da ist man doch gern zu Besuch bei mir. Vor allem in dieser Ecke hier. Schön mal eine Runde pennen. Oh, hier mal noch ein Fenster rein, oder? Ah, nee, nicht im Schlafzimmer. Ja. Ich sag mal so, der Grundriss steht. Liebe Freunde. Neue Freunde vielleicht auch. damit soll es jetzt erstmal gut sein. Ein bisschen mehr Vorbereitung mit den Hotkeys und so Asche auf mein Haupt. Das hätte uns noch ein bisschen Zeit gespart, um quasi mehr hier Content zu machen bezüglich unserer Wohnungsgestaltung. Seid mir bitte nicht böse, mein Fehler. Und ansonsten, ja, jetzt steht erstmal der Grundriss. Ich speichere das mal ab, wer weiß. Vielleicht baue ich das einfach auch bei mir im Stream weiter oder so. Oder vielleicht macht Herno ja nochmal so eine Aktion, dann machen wir unseren zweiten Teil. Ich freue mich auf jeden Fall zu gucken, zu lurken, ob es Feedback gibt. Gehen wir davon aus, dass ich auch einige neue Leute heute erreicht habe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wollen wir einmal noch den Sim laufen lassen? Der geht ja jetzt auch rein, ne? Und checkt das ab. Das wollen wir einmal noch machen. Das muss ja passieren. Und wenn ich irgendwas vergessen habe oder was verpeilt habe, dann tut es mir leid. So, wie geht das nochmal? Wir machen hier Live-Modus. Geht er jetzt da rein? Ich kann den da rein. Hier hingehen. Warte, soll ich hingehen? Wände, wir wollen die Wände. Das sieht so dumm aus. Mach! Achso. Du sollst. Was ist das? Musst du kacken? Tony ist halt ein Senior. Der will ein Haustier. Ja, geh hin. Ja, der kann da nicht rein, oder was? Tür abschließen. Was willst du? Das ist ein Alpaka. Was? Warum? Geh doch rein da jetzt. Zurück nach Hause. Hier hingehen. Kann es sein, dass er gar nicht rein kann? Hier kann er aber rein, oder? Geh da rein, Mann. Joggen gehen. Nee. Hier. Ich glaube, ich habe irgendwas verpeilt. Ich habe irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Naja, ist ja auch egal, komm. Warte mal, ganz kurz. Ach so, hier ist irgendwie... Ach, guck mal, wir sind gar nicht ebenerdig. Scheiße, warte mal, kann ich das schnell korrigieren? Kann ich nicht alles auswählen? Ich glaube, wir haben was... Wir sind gar nicht... Wir sind irgendwie... Guck mal, geht's jetzt? Warte mal, okay, jetzt nochmal Live-Modus. Kannst du jetzt rein? Ja! Wir haben es geschafft! Geh da rein! Oh mein Gott! Ach, geh in die Geheimtür. Geh da rein und chill eine Runde. Oh, da kann man nicht rein? Da kommt er nicht durch, ne? Oh doch! Jetzt wird's spannend! Oh, das ist doch richtig geheimnisvoll, Alter. Ey, wenn das kein schöner Abschluss war, jetzt doch zum Ende. Puh, gerade noch die Kurve gekickt mit dem... wir waren die ganze Zeit einfach in einem Loch, oder was? Okay, also wie gesagt, ich werde das speichern. Speichern als... Ja, meinen Spielstand halt, ne? Ich habe nur einen. Bist du sicher? Ja, bin sicher. In diesem Sinne, Leute, war mir eine Ehre, hier mitzumachen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Natürlich wird es hier angepasst. Ciao, Leute. Und schaut gerne mal, wenn ihr wollt, bei mir im Stream vorbei. Ich will jetzt eigentlich nicht so schamlose Eigenwerbung machen, aber wenn ihr Bock habt, ich denke mal, in der Beschreibung werdet ihr meine Links finden. Social Media, Instagram habe ich auch. Und Podcast und so weiter. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich hatte auf jeden Fall eine schöne Zeit hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß daran. Und ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Und lasst doch mal ein Abo hier auf dem Kanal. Und noch Daumen hoch. Und Glocke auch noch mal aktivieren für End of Blood Uncut. So nehme ich hier.
In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht gibt es irgendwo eine Wiederholung oder eine, nicht Wiederholung, sondern eine Fortführung dieses WG-Baus. Und dann werden wir sehen. Ja, genug gelabert. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.